The Piano ist ein neues Musikformat bei Vox und da geht es darum, dass wir unentdeckten Talenten die Chance geben, gesehen zu werden. Und zwar nicht nur von Menschen, die am Bahnhof einfach entlanglaufen und auf ihren Zug warten, sondern von zwei ganz besonderen Zuhörern. Und das sind keine geringeren als Igor Levit und Mark Forster. Die sitzen die ganze Zeit versteckt in ihrem Kämmerchen und beobachten alles und picken sich in jeder Stadt, die wir besucht haben, einen Pianisten, eine Pianistin raus und laden sie ein zu einem gemeinsamen Konzert in Wuppertal. Oh, The Piano ist voll mit Emotionen. Es ist eine so emotionsgeladene Sendung, das ist fast kaum zu ertragen von Sekunde 1 an, weil Musik ist natürlich pure Emotion. Und wir zeigen nicht nur die Musik, sondern auch vor allem die Menschen dahinter, die Geschichten. Warum spielen Sie Piano? Was bewegt Sie dazu? Was ist überhaupt Ihre Lebensgeschichte? Und da gibt es natürlich das ein oder andere Tränchen und wahnsinnig schöne Geschichten zu hören. Besonders im Gedächtnis geblieben und wird mir für immer im Gedächtnis bleiben, ist die Geschichte von Laura. Laura ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern, die ihr Leben meistert und die Musik aufgrund ihres Lebens, aufgrund ihrer Kinder, weil sie ihre Kinder ernähren muss, auf Eis gelegt hat. Sie hat ihre Karriere hinten angestellt und das ist so groß, finde ich. Und diese Frau muss wirklich dringend auf jeder großen Bühne in Deutschland und am besten Europa spielen. Ja, also ich bin schwer zu knacken, bin ich ehrlich. Ich bin jetzt niemand, der sofort losheult, aber es gab tatsächlich einen Kandidaten, der es geschafft hat, mich zum Weinen zu bringen. Ein 17-jähriger, knuffeliger, zauberhafter junger Mann, Georgios, der gespielt hat und ich weiß nicht wieso, aber ich habe angefangen zu weinen. Das war ein schöner Moment für mich, aber irgendwie auch sehr besonders. Das habe ich ihm auch mitgeteilt, dass das wirklich nicht jeder schafft, mich zum Weinen zu bringen. Ich spiele nicht Klavier, meine Tochter spielt Klavier, weil ich finde, das Klavier ist eins der schönsten Instrumente, die es gibt. Es ist für mich auch das Größte, es ist einfach wahnsinnig schön. Ich selbst habe Gitarre gespielt, 5 Jahre sehr unerfolgreich, falls ihr euch fragt. Oh, so viele. Es gibt, also wir haben ja über 60 PianistInnen gehört und jeder Einzelne, den wir gehört oder jede Einzelne, die wir gehört und gesehen haben, haben so eine unglaubliche Geschichte auf dem Buckel. Da jetzt noch jemanden rauszupicken, ist wahnsinnig schwierig. Ich fand es wirklich spannend, weil meine Aufgabe war es ja, sie in Empfang zu nehmen und ans Klavier zu bringen und dort noch mal ein bisschen was über sie zu erfahren. Und das sind schon sehr tolle Persönlichkeiten dabei gewesen und sehr, sehr besondere Menschen. Hat dir dieses Video gefallen? Dann abonniere unseren Kanal. Falls du die Folge verpasst hast und streamen möchtest, dann mach das hier auf RTL Plus. Und für mehr Highlights und Auftritte von The Piano, klickst du jetzt hier.